Hallo und herzlich willkommen zurück zur 42. Folge von LEGO City Undercover. In der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, wir sollen den Aufzug zur geheimen Betthöhle finden. Und wir haben ihn endlich gefunden. Batman, wir kommen. So, wir stehen ganz kurz vor der Betthöhle. Und wir benutzen den Aufzug. Wir kennen die Geheimkombination. Okay, Chase. Lass nichts zu Wertvolles mitgehen. Such nach was Glitzerndem, das Winnie gefällt. Oder so. Ja, aber Batman kriegen wir auch noch. Keine Angst. Vielleicht auch nicht mehr in diesem Let's Play, vielleicht in einem anderen Let's Play von Lego. Mal gucken. So, Aufzug! Wow. Wäre ich ein zurückgezogener Milliardär, wo wäre dann mein Safe? Ah, natürlich. Oh, haben wir einen Skype-Nachricht? Moment. Chase! Ein paar Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und verfolgen mich. Ich versuche, sie von dir wegzulocken. Beeil dich! Okay, ich schnapp mir das Zeug und hau ab. Natürlich, was denn noch sonst? Wir wollen ja hier nicht übernachten. Was ist denn hier in der Kiste drin? Nichts. Der hat ja ganz schön viel wertvolles Zeug, was man gut kaputt machen kann. Wie zum Beispiel, wir bauen einfach den sein Klavier zusammen. Hier ging nochmal der Flohwalzer. Ja, der ganze bestimmt. Spiel mal vor. Ja. Hat uns auf jeden Fall eine Polizeimarke gebracht. Also wenn man den Flohwalzer kann oder zumindest behauptet, dass man den kann, kriegt man auf jeden Fall auch wieder ein Viertel Polizeimarke. Das ist ja ein cooles Bild. Da gucken wir uns doch mal erstmal genauer um. Upsi, da ist wohl etwas kaputt gegangen. Wieso kann ich jetzt hier... Das war's. Oh. Das ist ins Feuer gelaufen. Ich habe mir gedacht, dem ist das Bild auf den Kopf gehauen. Münzis! Ich muss jetzt Münzen einsammeln. Oh, Musik! Moment. Ja, das lenkt sicher gar keine Aufmerksamkeit auf mich. Cool. Gibt's andere Musik? Ach, hör auf. Das ist ja... What? Ja, die Musikbox wackelt jetzt recht gut. Ich wollte damals, als ich noch wirklich klein war, so eine Musikbox immer haben. Die war voll cool. Ich mag die heute immer noch eigentlich. Ist das schon wieder selber Lied? Lass mal das an. Ich hoffe mal, dass es keine GEMA-rechtlichen Probleme gibt bei dem Lied. Oh Gott, das wäre ja ein Problem. Was haben wir denn da drin? Das hat. Da kann man nichts mitmachen, oder was? Ja, okay, dann weiß ich, was dahinter ist. Oh, da ist mir der Fernseher wohl kaputt gegangen. Naja. Was ist hier? Ach, jetzt können wir zusammen basteln. Jetzt haben wir genug Teilchen. Und wir bekommen natürlich einen Farbwandler. Mit entsprechender Farbe auch drin. Was denn auch sonst? Was ist denn hier drin? Mit da oben sind noch ein paar Bilder. Sie haben Jodeln. So, hier können wir nichts anfangen. Finden Sie. Okay, wir haben eine Kiste gefunden. Wo kommt die Kiste denn hin? Muss auch mal andere Musik sein. Erinnert mich irgendwie. An was war das denn? War das hier, Ocean's 11 oder so? Lief da nicht auch so eine Musik irgendwie? Das ist bestimmt ein ganz bekanntes Lied. Ich als Kunstbanause kenne es natürlich nicht. Deshalb habe ich Angst, dass es irgendwie von der GEMA erkannt wird. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Da habe ich doch eine Idee. Und wir bekommen nur ein paar blaue Steine. Oh, da oben sind noch ein paar blaue Steine drin. Moment mal, vielleicht reichen die ja. Nein, hat nicht gereicht. Shit. Okay, ist genug gejodelt. Wir machen mal ein anderes Lied, Mann. Lass mal das an. Ist irgendwie angenehm ein bisschen, finde ich. Warte. Was ein Zufall, dass hier was drin ist.
Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Wie zum Beispiel eine Schalltafel. Ja. Von so einem großen Tresor verwahre ich auch immer die Schalltafeln direkt in so einem kleinen Schrank neben dem Tresor auf. Ja. Der hat auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Nice. Lego City Held. Natürlich sind wir Lego City Held. Wer sollen wir... Nee, also... Ja, wow. Alter. Cool. Okay, und wir müssen gut boxen können, dann kriegen wir eine Polizeimarke zusammen und schon sind wir vollwertiger Polizist geworden. Cool. Was war jetzt hier drin? Wie geht das Ding jetzt auf? Ach, hier muss ich dran ziehen. Oh, ach, hier kommen wir noch rein. Siehste, das ist doch mal ein sinnvoller Ort für einen Safe. Das ist richtig, da wäre ja niemand drauf gekommen sonst. So. Schwere Kombination. Es war ein Auto drin. Nice. Es hat sich ein Scout-Rucksack in dem Ding versteckt. Cool. So, Kiste. Ist hier oben sonst noch irgendwas, was wir... Nee. Nur Musik. Da kommen wir nirgendwo raus. So. Und unser Bausatz. Und wir bekommen ein zweites Tastenfeld. Ich... Okay. 555 Nase haben wir eingegeben. Und 555 Nase. So. Nur noch eine Ebene bis zum Safe. Oh oh. Das Wand, das sieht ja nicht so. Ich hab Gesellschaft. Oh ja. So, den haben wir schon mal weg. Ich glaube nicht, Tim. Und der löst sich natürlich auf. Schön. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollen das. Sesam, öffne dich. Oder einfach, öffne dich, wenn du eine Sesamallergie hast. Wow. Das nenne ich mal eine Menge Zaster. Kein Wunder, dass Winnie diesen Ort im Auge hatte. Das sieht ja mal interessant aus. Was haben wir denn hier? Wer bist du? Eindringling entkommt. Verfolgung aufnehmen. Was? Nimm mit. Nimm doch das Ding mit. Matrix? Schon wieder? Alles klar. Hey! Ziel entkommt! Agenten! Oh nein! Perfekt! Cool! Jetzt geht's los! Wache 2! Ihm nach! Los, los, los! Voll Gas! Sie nicht entweder her! Schneller! Ist das blöd! Spezialtor! Auftrag Einbruch auf die Schnelle. Level abgeschlossen. Eine vollwertige Polizeimarke. Nice. Und freigeschaltet Buzzer. Und natürlich unseren Scout-Ranzen. Und natürlich sind wir auch noch Lego City Held. Oder das wusste ich vorher schon. Ich muss mir die Anzeigen nicht extra sagen. Level abgeschlossen. Und wir können ein paar goldene Steine hinterher geworfen. Haben wir schon über 10% an goldene Steine. Yay. Story fortsetzen. Cool.
Ach so. Chase, ich versuche immer noch, diese Typen loszuwerden. Bist du entkommen? Ja, aber hinter mir sind sie auch her. Okay, wir treffen uns am südlichen Ende der Promenadengärten im Zentrum. Was? Alles klar. Was, wohin? Oh mein Gott, Agenten! Sie sind überall! Ich muss unbedingt mal bei der Matrix gucken. Oh, Matrix-Lego wäre super. Das wäre richtig cool. Oh mein Gott, Agenten sind hinter mir her. Das sind ja coole Roller. Haben die gerade Pizza ausgeliefert? Waren da solche Bringdienste? Wow, der war auch cool. Ob ich so ein Ding abnehmen kann? Nee, schade. Na, Agenten. Wo muss ich hin? Ach so. Moment, ich muss hier vorne hin. Irgendwo. Allein in Mexiko. Hier so. Irgendwie. Okay. Kein Agent in der Nähe. Sind wir alle abgehauen? Dramatische Musik läuft immer noch. Wir rennen mal rein. Mal gucken, was kommt. What? Okay. Wow. Moment, ich muss mal eben kurz hier ein paar verhaften. Sekunde, so kommen die alle wieder. Was geht denn jetzt ab? Noch mehr Agenten. Hey, Smith! Ja komm, lass mich doch erstmal hier. Moment mal eben kurz. Lass mal den eben hier und dann machen wir den nochmal. Und den. So. Na, jetzt geht der nochmal auf. So. Bitte vorbei. Dankeschön. Aua, nicht in den Rücken, das tut doch weh. Was willst du? Na komm her. Verwandel mich auch. Luschis. Tschüss. Skype-Anruf. Mo, bist du schon bei den Promenadengärten? Schön wär's. Diese Kerle haben Leute an den Docks postiert, um mich aufzuhalten. Kann also noch eine Weile dauern. Fahr zu Winnie. Ich habe bei ihm angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Nicht mal, um mich anzubrüllen. Da stimmt was nicht, Chase. Ich werde nach ihm sehen. Wenn der nicht mal rangeht, um Leute anzubrüllen, dann stimmt da irgendwas nicht. Oh, guck, die haben ihre Fahrzeuge da gelassen. Klasse, ich weiß. Ich will endlich mal so ein Schwein finden. Da müssen wir irgendwo so ein Schwein sein. Menno. Das Ding kann ich immer nicht öffnen. Gibt's einen Kaffee? Hier gab's einen Kaffee. Hundi, seid ruhig. Reicht doch schon, dass hier draußen wieder der Reinigungswagen vorbeifährt. Der fühlt hier. Da oben ist ein Schwein. Ich muss da oben hoch. Weg da. Ich muss da irgendwie hoch. Wie komm ich da hoch? So, hier gibt es keine Souvenirs mehr und keine Kaffee. Ist vorbei. Was war lecker? Das Schwein? Das lebt doch noch. Jetzt fliegt ein Heli rum. Was zum Glück in-game. Boah, ist ein Zehntausender. Cool. Boah, der Hund. Hund, sei ruhig. Okay, da drüben ist eine Plattform. Hoffentlich kann ich da hinfliegen. Boah, der Hund. Nice. Das ist unser erstes Schwein. Schweinchen. Ja, das ist normal.
Das ist der Reinigungswagen, der hier gerade in Lego City rumfährt. Der gerade den Hund überfahren hat, weil er so laut im Bellen ist. Nein, natürlich nicht. Ach verdammt, ich komme von überall hier runter. Wenn ich mich jetzt da drauf stelle oder hier wegfliege, komme ich auch weg. Nee, ich hole erst das Schweinchen. Wir holen eher Schwein. Schweinchen. Ich kann die ganzen Geräusche gar nicht auseinanderhalten, ob sie jetzt bei mir draußen ist oder ob sie hier drin ist. Hier fliegt noch ein Flugzeug drüber. Hunde sind am Bellen. So. Was mache ich jetzt mit dir? Ach, die Musik ist ja geil. Die Musik erinnert mich ein bisschen an... Oh, hier ist ein Grill. Schweinchen! Die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Herr der Ringe. An Lego Herr der Ringe. Ich glaube, da gab es auch so eine ähnliche Musik. Boah, voll cool. So. Oh Gott. Was? Nö, nö, das passt schon. Ist alles super. Ja, wie, was? Schweine zurückgebracht. Ach, du coole Neune. 1 von 22. Ja, natürlich. So. Das ist kein Problem. Das Schweinchen ist super nett gelandet. Also nett ist auch gut. Das ist stabil. Dafür brauchen wir Dynamit. Ich weiß, wo ich Dynamit herkriege. Moment. Das arme Schweinchen, ey. Alter. Hoffentlich hat er da irgendwie, weiß ich nicht, in der Matratze. Du hast Lust auf Nudeln. Naja, weiß ich nicht. Geht. Hat er mich richtig verstanden? Weiß ich? Nee, hab ich nicht. Ach ja. So, dich brauche ich ja. Dynamit für 1 Euro. Das ist günstiger Dynamit. Der zündet auch sofort, sobald man den loslässt. Hat ja mal irgendjemand ein Auto? Oh, hier gibt's Zuckerwatte. Also die Musik, der Sound hier. Sie haben wie ein GTA. GTA 4. Ich moch die Musik. So, Statue. Brauchen wir nicht. Weg damit. So eine hässliche Statue. Silberstatue zerstört. 4 von 17. Man kriegt auch für jeden Mist irgendwie einen goldenen Stein, oder? Ist egal, was man irgendwie macht. So, hier wird auch nicht mal durchgeguckt. Oh, da war ein Herz drin. Ist doch schon irgendwie eklig, dass da so ein Herz in so einem Ding drin ist. In so einem Ausguck. Ich will da gerne noch mal oben rum, weil ich da hinfliegen konnte irgendwo. Der hat ja einen coolen Hut auf. So ein Ausrüst, ey, so ein Outfit will ich haben. Ich will nochmal Schweinchen. Wie ist denn das Schweinchen eigentlich da hochgekommen? Wir müssen hier so eine komische Veranstaltung durchführen, bis wir überhaupt erstmal da irgendwie hinkommen. Und dies. Ich meine, jemand wäre bei mir draußen, aber dann muss er hier sein, oder? Alles klar. Nur mal kurz gucken. Nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Warum kommst du denn da jetzt nicht hoch? Na toll. Ich kann ja nicht von dem Dach an die auch rüber. Muss ich ja nicht jedes Mal rüber laufen. So. Ich hätte später springen müssen, ne? Ja, ich hätte später springen müssen. Wieso klappt das denn jetzt auch immer nicht mehr so gut? Wieso? Nee? Kann nicht sein. So.
weiß gar nicht, ob das so gehen soll. Ich schätze mal schon, ne? Sonst hätten sie es ja rausgenommen. Ich würde erstmal sagen, wir beamen uns erstmal. Gucken, wo wir uns hinbeamen. Und wir beamen uns an eine sehr sichere Stelle. Hui! Drücke A, um super hin zu gleiten, was? Ganz vorsichtig. Sehr schön. Jetzt geht's ja nicht weiter, oder? Der tolle Wurst, jetzt müssen wir nochmal hoch. Oh, hier ist ja nochmal was. Hier gibt's natürlich genug zu tun in der Stadt. Jetzt, wo wir immer mehr Sachen bekommen, Ausrüstung, können wir immer mehr machen. Das ist voll cool. Ach so, wir können jetzt einfach hier hochklettern. Das ist natürlich einfacher. Ich will mal kurz was hier vorne gucken. Hier vorne war auch so ein Ding. Muss man hier vielleicht mehrere aktivieren? Kriegt man dafür natürlich auch wieder einen goldenen Stein? Nee, gibt nur Münzen. Schade. Ich kann nicht vorher abspringen. So, jetzt fangen wir nochmal mit dem Hühnchen hier rum. Hühnchen, Hühnchen. Ich meine natürlich Hühnchen. Bist du da drüben hin? Ach, der ist ja cool. Der Maler ist ja super. Alles klar. Und hip. Aber ja, langsam den Trick hier raus mit dem Hühnchen. Wow, wow, wow. So, Moment, was müssen wir jetzt? Ne, wir brauchen ihn, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Mal gucken. Das Wissenschaftsmuseum. Hier weiß man sich wohl zu benehmen. So, wir hören uns das mal um. Meine Damen und Herren, wir schätzen uns glücklich, Hermione Richardson begrüßen zu dürfen. Und sie wird uns vorführen, wie Opernsängerinnen nur mit Hilfe ihrer Stimme Glas zerbersten lassen können. Wenn Sie bereit wären, Miss Richardson? Aber gerne. Duncan, zerschmettere das Glas für mich. Mit Vergnügen. Oh Gott, ist das blöd. Ja? Hey, hey Arthur, diese Maschine erkennt, wenn man lügt. Echt? Maxwell? Ja doch. Computer? Mein Name ist George. Das ist eine Lüge. Siehste? Computer? Der Name meines Freundes ist Arthur. Das ist die Wahrheit. Lass mich mal. Computer? Das ist eine Lüge. Das ist die Wahrheit. Eine Lüge. Die Wahrheit. Eine Lüge. Die Wahrheit. Eine Lüge. Oh oh. Das wird Ärger geben, Mann. Das ist die Wahrheit. Hä? Wieso geht der Ding hier noch? Ich hab gedacht, der Ding ist kaputt. So, was haben wir denn? Oh, und was ist hier das Thema, Brett? Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ha, ganz klar, das Ei. Und woher weißt du das, Brett? Weil man Eier zum Frühstück und Hühnchen zum Abendessen hat. Du bist so schlau, Brett. Ja, mein IQ ist 60 oder so. Oh. Erinnert mich gerade irgendwie an hier, an die Wochenshow. Du bist so klug, Jürgen. Ja, und ja, der Rest kann man sich angucken. So, und das Hauptding. Entschlüsselung. Oh, bei all dieser Bildung kriege ich Kopfschmerzen. Ich auch. Hatte gehofft, dass es hier jede Menge Raketen und so ein Zeug gibt, mit dem man rumspielen könnte. Aber anscheinend sind Wissenschaft und Technik für nichts gut. Für nichts. Wollen wir beim Riesenrad Radau schlagen? Klar. Ich schick den anderen Jungs einfach eine SMS. Moment. Mein Telefon ist aber auch Wissenschaft und Technik.
Naja, dann sind die ja doch für was gut. Mhm. Oh. Ach so, ja natürlich, wir haben wieder eine begrenzte Zeit nur. Toll. Ja, dann müssen wir da vorne hin. Dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und was uns da vorne erwartet, das sehen wir alles in der nächsten Folge von LEGO City Undercover. Bis zum nächsten Mal.